Space Ever bauen mit Ente! Was geht, Mann? Was geht denn? Wir müssen heute so viele kleine Bases bauen, wie es geht. Wirklich, die müssen so klein sein, die muss man nicht mal sehen können. Okay, einfach let's go, ich bin bereit. Let's go! Du kannst auch unter den Bäumen verstecken und so. Ich versuche dir jetzt die erste auf jeden Fall richtig klein zu machen. Die muss auch richtig unauffällig sein, deswegen hätte ich hier schon, glaube ich, eine Idee, was ich machen könnte. Ich weiß auch schon, was ich mache, einfach und was ich hier verstecke für eine Base. Weiß man. Und ich baue schon meine erste Base aus, Alpha. Ich fange auch mit der ersten gerade an. Let's go. Jetzt, ich muss nicht die Base ausstatten. So, Ente, man muss nicht selber reingehen können. Es muss auf jeden Fall einfach nur eine Base sein. Ach so, man muss nicht mehr reingehen können. Ja, man muss erkennen, da ist ein Fenster. Man kann sich da drin bewegen und so. Es muss auf jeden Fall innen drin hohl sein. Das wäre am besten. Okay, dann mache ich das, Alpha. Boah, ich bin gespannt, ob du das hier finden wirst. Ich versuche das gerade richtig gut zu machen. Ich hoffe, du wirst das nicht finden. Aber ist es, oh, ich glaube, es ist schon ein bisschen auffällig. Doch, aber auf jeden Fall. 100% verdeck dich. Niemals. Die ist bis jetzt ultra klein. So, und ich darf die nicht zu dick machen. So, und jetzt nur noch das hier. Und ich habe meine erste schon versteckt und ich baue die gerade hier aus. Aber ich glaube, du bist Minecraft-Profi. Ich glaube, du wirst sowas von finden. Oh, und ich baue überhaupt nicht gut. Gar nicht nice. Oh, oh, ja. Wie sieht das aus? Natürlich, ich bin ja auch echt Profi. Oh Mann. Okay, hätte ich es besser gebaut, Leute, wäre es vielleicht besser gewesen. Aber vielleicht fällt es auch gar nicht so auf. Ich finde, es geht bis jetzt. So, und hier müssen wir noch irgendwo eine Tür schnell reinbauen, eine kleine. Ich baue noch schnell ein Dach hin. So. Und ihr seht, man könnte da drin leben, Leute. Ihr seht erst, da ist ein bisschen Platz. Mal gucken, ob du das finden wirst. Ich bin mit der ersten Sache fertig. Und ich bin auch mit der ersten fertig. Ich baue direkt das nächste, habe ich auch eine Idee, was ich hier machen kann. Und zwar, so, wo ist am wenigsten auffällig? Ich muss kurz gucken. Ich würde sagen, so hier in dem Bereich, oder? Ja. Und für die zweite muss ich mir auch was sehr Gutes ausdenken. Oh, oder ich weiß noch, besser hier oben versteckt. Oh, weil als kleiner Spieler kommt man hier eh durch, deswegen. So, let's go, hier machen wir jetzt den Eingang rein. Ich muss hier kurz ein bisschen hochfliegen. Und jetzt bauen wir uns hier einfach was rein, Leute. Seht ihr das? So, jetzt geht's viel besser zu bauen. Ihr seht es, Leute. Oh, das sieht so krass aus. Wir können auch gleich in Game Mode 3, glaube ich, reinfliegen. Das sollte machbar sein. Oh, echt jetzt? Ja, dann können wir das Haus von innen angucken gehen. So, ganz vorsichtig hier beim Bauen. Das ist richtig gemeines, ey. Das kann man gar nicht finden, Mann. Meins wirst du auch niemals finden. So, ich glaube, das ist schon ganz geräumig, Leute. Ich guck mal gleich. So, und jetzt wechsle ich den Game-Mode. Und dann sollte ich hier rein. Ja, man kann hier reingehen. Wie krass ist das? Eine richtig kleine Base. Oha. Oha, jetzt hast du eine kleine Base gebaut, Alpha. Ja. Leider haben wir nicht die Mods, wo wir rein können. Aber ihr seht, Leute, wie es so ungefähr aussehen würde als Spieler. Perfekt. Und du, ich glaube, die wirst du wirklich niemals finden. Die ist richtig gut versteckt. So, ich sieht man die noch? Auch nicht. So, Leute, ihr seht es, die ist da noch. Und wenn ich das hier wieder drauf mache. Ja, oh, die sieht man so schwer, aber okay. Ich glaube, ich muss dir dann später einen Tipp geben. Ich glaube, man meint auch einfach. Okay. Oh, ich kann die noch gemeiner machen. Ja, ich überlege gerade auch, wie ich meine noch heftiger machen kann. Noch eine dritte. Okay, Leute, hier habe ich auch eine Idee. Hier ist so eine Hütte neben mir, Ente. Da musst du später reingehen, weil ich da werde ich drin auch was verstecken. Oh, echt jetzt? Und ich weiß auch, glaube ich, schon, wo... Warte, kann man das hier auch machen? Muss ich kurz gucken? Nein, das geht nicht. Okay, da muss ich es wieder so platzieren. Aber ich glaube, Leute, wir können hier zu diesem Block gehen. Und ich glaube, da sollte es gehen, oder? Nein, auch nicht! Das wäre so nice gewesen, wenn wir da was rein hätten bauen können. Aber hier vielleicht, komm schon. Ja, da geht's! Dann bauen wir jetzt hier auch die nächste rein. So, ich gucke am besten, wo. Ich glaube, hier kann man was reinbauen. Ich die Base perfekt mache, die nächste. Was kriegst du denn? Ich glaube an dich. So, hier sind die Fenster. So, jetzt hier schnell weiterbauen. Also, wie lange denkst du, wirst du noch ungefähr brauchen? Boah, gar nicht mehr so lange einfach. Ich beeile mich gerade schon mega. Ich auch. So, die nächste Base ist auch fertig. Mal gucken, ob man die sieht. Ja, erst wenn man genau hinguckt, glaube ich. Boah, das wird auch richtig nice. So, hier kann ich keine leider mehr verstecken, oder? Hier rein kann man, glaube ich, auch nicht bauen, oder? Nein, geht auch nicht. Schade. Und meine nächste Base ist versteckt schon fast. Ja, ich habe auch schon 3 Stück versteckt. So, gleich die nächste schon. Muss noch eine Idee kriegen. So, ich glaube, ich habe noch eine Idee, was ich machen könnte. Und zwar baue ich das jetzt hier hin. Man sieht das zwar, aber ist, glaube ich, okay, Leute. Der muss ja auch irgendwie die Basen finden. So, oh, und bin hier... ich gespannt, was du vorhast. Komm mal, ich auch. Und hier wird jetzt wirklich alles reinpassen, was man braucht zum Leben.
Oder guckt hin, Leute, wir haben ein Bett. In dieser Base könnten richtige Minecraft-Spieler auch leben. Das wäre, glaube ich, möglich. Ist zwar richtig klein, aber im Notfall kann man vieles, Leute. So, wie kommen wir jetzt hier hoch? So, funktioniert auch. Was brauchen wir noch? Und ich habe meine letzte Versteckläufer. Als ob, du bist schon fertig. Ja, ich kann die Base noch ein bisschen umgestalten, dass sie ein bisschen schöner aussieht vielleicht. Nein, musst du, glaube ich, nicht beenden, denn ich bin jetzt auch fertig. Ich habe 4 Bases versteckt und du? Boah, ich glaube, ich habe auch 4 Stück. Ich habe gar nicht mitgezählt. Okay, dann würde ich sagen, let's go. Let's go, Alpha. So, Ente, ich bin jetzt bei dir. Ich gehe in Game Mode 0. Was ich hoffe, man kann auch so in die reinkommen. So, sind die einfach irgendwo versteckt? Ja, die sind irgendwo versteckt. Ich glaube, es sind 4 Stück. 4 Stück? Aber keine geheime Falltür, oder? Keine Ahnung, vielleicht aber auch nicht. So, ich gucke hier erstmal rum, aber mir fällt ja auf jeden Fall erstmal überhaupt nichts auf. Als normaler Spieler würde ich einfach weiterlaufen, glaube ich. Ja, hast du schon mal gut hinbekommen? Kalt aus da, wo du gerade rumläufst, das gar nicht. Das war's doch nicht so gut hinbekommen. Ich sehe da vorne was. Oh, das ist auch die schlechte versteckte Base. Ich hab die gefunden. Mal gucken, das geht ja ein bisschen höher. Ja, genau. Das ist ja auch das Ziel, dass wir die ein bisschen... Oha, wie krass ist die denn? Nice, man kann hier sogar reingehen. Ein Spieler. Heftig. Ja, genau. Geben wir alles. Let's go. Okay, das war die erste Base. Dann komm mal da raus. Ja. So, jetzt muss ich weitergucken. Bestimmt ihr noch bei dem Baum, oder? In der Nähe? Oh, ich weiß nicht. Vielleicht aber auch nicht. Oder bei den Blättern, ich weiß nicht. Alter, da vorne! Da unten ist eine ganz kleine Base! Da! Ja, was ist da? Da ist eine kleine Base oder so. Das sehe ich doch. Keine Ahnung, das macht irgendwas. Ach, man kann hier reingehen, oder was? Ah! Und zack, bin in der Base! Hab die gefunden! Du hast den geheimen Schalter gefunden, das ist nämlich der Stein, das ist ein versteckter Knopf. Ach so, hast du einen Knopf, let's go, nice! Und der löst eine versteckte Eistür aus. Oh, richtig gut. So, jetzt muss ich weitersuchen. Ah, ich bin Game Mode 1, nicht cheaten. So, 2 habe ich schon gefunden. Ente, hier ist die dritte. Wo verstecken sie alle bei Bäumen? Also, warte, ich gehe mal runter. Let's go. Und das ist die nächste Base. Komplett dunkel. Aber reicht. Ganz genau, die ist noch nicht ausgebaut. Ja, so, und jetzt muss ich nur noch die letzte finden. Ich glaube, meine wirst du wirklich niemals finden. Was? Sind die so krass versteckt? Ente, der Baum sieht komisch aus. Ah, ja, weiß ich schon. Da warst du schon. Okay. Du sollst noch mal Game Mode 3 gucken, wo die letzte ist. Da vorne ist ein komischer Block. Ist er von hier? Oh, nein, ich glaube da hinten nicht. Einfach, oh, da war ein Bienen. Okay, jetzt in welcher Richtung wird's wärmer? Du läufst gerade in die warme Richtung. Warm, 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 ja. Okay. Wärmer. Hey, ich sehe wirklich gar nichts. Kalt. Hier wird's kalt. Kälter. Und hier? Bisschen wärmer, jetzt wird's wieder kälter. Dann in die Richtung! Heiß? Hier ist heiß! Wo? Hier ist doch gar nichts! Oh, warte, jetzt wird's wieder kalt! Hier ist doch überhaupt nichts! Oder ist hier bei dem Platz was? Kalt! Hätte? Versteckst du hier was? Nein! Geh nicht da! Läufst du in die falsche Richtung, da wird's kalt! Warm, ganz warm! Schnelle heiß! Hätte? Hier unten! Ja, ist ein kleiner Eingang! Aber hier braucht man eine Enderperle und dann würde man hier runterkommen! Let's go! Was ist das für eine Base? So, egal, jetzt bist du dran, Ente. Ich geh zu mir rüber und dann tippe ich dich. Let's go, Alpha. Okay, Ente, du bist dran. Let's go. Let's go. Ich suche jetzt die Base, Alpha. Du musst sie niemals finden. 4 Stück, genau. Mal sehen, wo die versteckt sind. Oh, oh, du läufst schon auf den richtigen Weg. Hör auf, Ente. Lauf da nicht lang. Echt? Hier ist was versteckt? Wo? Sag ich dir nicht, Ente. Oh nein, das ist gar nicht gut. In dem Haus drin? Könnte sein, Ente, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht auch draußen, wer weiß. Ah, das musst du dem Crafting Nein! Du hast die SMS gefunden, die Kleine, schade. Nein, Mann! So, aber wir können wieder rausgehen, Ente, was willst du noch hier? Vielleicht weitersuchen, vielleicht sind hier weitere Base versteckt. Ich glaube, hier wirst du nichts mehr finden. Ja, dann gehe ich hier raus. Wo ist die nächste? Das ist echt schwer, die zu finden. Ja, du musst auch weiter suchen, Ente. Oh, oh. Ich sehe schon die nächste. Was hier denn? Busch. Hier hat Dirt gefehlt oder so. Da war nur Dirt, aber nein, hier Dirt. Ist nichts. Alles gut. Das haben die Tiere aufgegessen, glaube ich. Wo sind die Bases? Als ob du die wirklich nicht sehen kannst. Okay, das ist ganz kalt, Ente. Komm mal hier in die Richtung. Hier wird auf jeden Fall warm. Und dann gleich musst du selber genau hingucken. Ja, warte, in diese Richtung. Ja. Und hier bei den Büschen auch nichts, kann ich dir schon mal sagen. So, jetzt ist hier schon richtig heiß, Ente. Du musst jetzt hier in der Umgebung gucken.
Hier oder sehen was? Ist richtig heiß? Warte, ich weiß, nein! Was ist das denn? Die habe ich gebaut, die kleine Blume! Deine Base oder was? Ja, ganz kleine, aber die ist voll unauffällig, oder? Wer soll da drin wohnen? Du, keine Ahnung! Da quetscht du mich gar nicht rein! So, die nächste wird, glaube ich, richtig schwer. Ich sag, die ist auf jeden Fall hier irgendwo bei dem Baum. Musst du finden. Guck wirklich in jede Ecke, oben, unten. Die könnte hier irgendwo sein, Ente. Ja, gib mal kurz Nummer 3. War die hier überhaupt? Ich muss doch mal selber gucken. Ich glaube, die. Ja, die ist hier, Ente. Ich hab die gefunden. Ja, hier ist keine Falltür. Du kannst das schon direkt sehen, wenn du da hinguckst. Hä? Warte, ich muss schon wobern. Im höheren Bereich. Oh, jetzt guckst du schon richtig gut. Du wirst die eigentlich gleich sehen können irgendwo. Hä? Wo? Als ob du die echt nicht siehst. Okay, auf jeden Fall auf der Seite hier. Guck mal hier. Jetzt muss ich dir eigentlich Tipps geben, Ente. Eigentlich muss ich den Punkt jetzt kriegen. Hä? Warte mal. Ich guck hoch und da ist gar nichts. Hier, wenn man die Blätter aber jetzt wegmacht, dann siehst du da jetzt was? Nee. Hier vorne, Ente. Beim dritten Block. Du brauchst dich alle abbauen. Hier, beim dritten Holzblock. Da ganz unten. Ach so. Oha, das ist ja Oha, die hast du ja gar nicht gesehen. Nein, Oha, ich hab's überhaupt nicht gesehen. Ich war komplett blind, Mann. Das war die krasse Base ever, glaube ich. So, und die nächste findest du hier in der Gegend. Boah, wenn die schon so krass versteckt war. Ja, die letzte wird, glaube ich, nicht so schwer versteckt sein. Oh, du hast sie schon. Ja, und die sehe ich direkt, Mann. Ja, Mann, die ist nicht so groß. Da kann man aber leben als Spieler. Bei den anderen konnte man das nicht und mit Mods. Aber das war's schon, Leute. Lasst ein Like, dann lasst ein Abo, dann schaut mal vorbei. Und dann würde ich sagen, tschüss. Ciao.